jetzt auf einen Kampf zwischen The Enforcer und Big. Big, er ist jetzt auf dem Weg ins Oktagon. Und jetzt dürfen wir uns auf eine Demonstration in Sachen Boxen freuen, denn das ist seine Spezialität. Seine Schläge und Kombinationen sind wirklich beeindruckend. Big, jetzt ist es soweit. Er betritt das Oktagon. The Enforcer will es heute offenbar wirklich wissen. Bei ihm muss man natürlich immer wieder mit grandiosen Strikes rechnen. Ja, er hat schon so oft gezeigt, was für ein fantastischer Striker er ist. Ich bin mal gespannt, ob er seine Taktik auch heute in diesem Kampf umsetzen kann. The Enforcer, jetzt im Kampf gegen Big. Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpfer in diesem Fliegengewichtsfight. Ladies and gentlemen, this fight is three rounds in the UFC Flyweight Division. Introducing first, fighting at the blue corner. Boxer, holding professional record of 3 wins, no losses. He stands 5 feet 4 inches tall, weighing in at 125 pounds. Fighting out of Vienna, Austria, Big. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a Muay Thai fighter, holding professional record of 6 wins, no losses. He stands 5 feet 6 inches tall, weighing in at 119 pounds. Fighting out of New York, New York, The Enforcer. And when the action begins, a referee in charge, Dan Mergliotta. Und hier haben wir Dan Mergliotta, unseren heutigen Referee. Und es kann losgehen. Dieser Kampf ist angesetzt auf 3 Runden mit je 5 Minuten. Starker Kniestoß zum Körper. Sehr gut gemacht. Die linke kommt nicht an. Und da zieht er den Single Leg Takedown durch. Klasse, dieser Sweep. Jetzt hat er es in die Full Mount geschafft. Starke Befreiung aus der Full Mount. Ja, Pass in die Full Guard. Starkes Ground and Pound zum Kopf. Ja, ja, er richtet sich auf. Guter Einsatz hier im Ground and Pound. Der Schlag geht voll zum Kopf. Er trifft mit der rechten. Er zeigt hier im Ground and Pound, was er kann. Jetzt richtet er sich auf. Es sieht aus, als könnte er es jetzt zu Ende bringen. Jetzt setzt er ihm richtig zu. War's. Er war in diesem Kampf von der ersten Sekunde an voll da und das hat sich richtig ausgezahlt. Er hat seinen Gegner kalt erwischt und gleich auf die Bretter geschickt. Kommen wir jetzt zu unserer Kampfwiederholung. We'll be right back.
Bruce Buffer verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Ladies and gentlemen, referee Dan Mergliotta has called a stop to this contest at 1 minute 24 seconds of the very first round. Declare the winner by knockout. Big holt sich einen überzeugenden Sieg durch K.O.